Peter hatte das Böse in ihm nicht besiegen können. Verzweiflung machte sich in ihm breit. Was würde nun passieren? Was würde nun aus Peter werden? Ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht besiegen. Es ist zu stark. Ich kann das Böse in mir nicht besiegen. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Peter! Vater, wie schön, deine Stimme zu hören. Was tust du hier? Ja klar, Vater. Einfach nach hinten. Aber Vater, ich schaffe es nicht. Ich kann das Böse in mir nicht besiegen. Es ist zu stark. Ich schaffe es nicht. Ich habe nie gesagt, dass du es besiegen musst. Das Ganze sollte dir nur eines klar machen. Das Böse ist und bleibt ein Teil von dir. Wie bei jedem anderen Menschen auch. Doch nur du entscheidest, ob du Gutes tust oder Böses. Lerne mit dem Bösen zu leben. Akzeptiere es! Ich glaube an dich, Peter! Ich glaube an dich! Danke, Vater. Kein Problem! Ich bin da mal! Huhuhu. Tja, und die Moral von der Geschichte? Jeder entscheidet für sich selbst, ob er Gutes tut oder Böses. Doch wenn man längere Zeit Böses getan hat, ist es natürlich schwieriger, wieder auf die richtige Spur zu kommen. Doch auch wenn man sein Leben lang Gutes getan hat, sollte man auf der Hut sein, denn das Böse schlummert in uns allen. Akzeptiert eure böse und eure gute Seite und lernt damit zu leben.